Schatten im Blick, dein Lachen ist gemalt. Deine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelst mich mechanisch, völlig steril. Eiskalte Hand, mir graut vor dir. Für mich Lärm verbraucht, alles tut weh. Hab Flugzeuge in meinem Bauch. Kann nichts mehr essen, oh, oh, kann dich nicht vergessen. Aber auch das gelingt mir noch. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinander bricht. Je eher du gehst, umso leichter, umso leichter wird's für mich. Niemand, der mich zerdrückt. Niemand, der mich benutzt, wann er will. Niemand, der mit mir redet, nur aus Pflichtgefühl. Der nur seine an mir stillt. Niemand, der nie da ist, wenn man ihn am nötigsten hat. Wenn man nach Luft schnappt, auf dem Trockenen schwimmt. Lass mich los. In Ruhe, damit das ein Ende nimmt. Oh, gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter, umso leichter. Extrem stolz, super, super toll. Vielen, vielen Dank. Sido, du hast auch gerade so selig geguckt. Ja, das war schön gewesen. War schön. Fand ich gut. Fidi, erstmal mit deinem Cello ziehst du bei mir keine Wurst vom Teller. Also, das ist schön, dass du das auch kannst und du machst das gut, aber das ist nicht das, was dich ausmacht. Es ist gut, dass ihr ein Herbert Grönemeyer-Lied gesungen habt, weil mir ist wieder klar geworden, warum der so krass ist für mich, warum ich den so krass finde. Er ist nicht der krasseste Sänger. Seine Stimme ist einfach komplett einzigartig und besonders und hat so ein krasses Gefühl. Genau das habe ich bei dir auch. Ich war komplett gefesselt. Sorry, Lukas, aber ich war von ihr komplett gefesselt. Sie singt unfassbar gut. Deswegen würde ich mich bedanken. Wow, okay. Ich fand, Lukas, du warst mit Herz und Seele dabei. Das hat mich echt begeistert, dir zuzuschauen. Und Kompliment an Marc, der weiß, der verliert auf jeden Fall einen guten Sänger oder Sängerin, egal was passiert. Ich würde mit Fidi auch gehen. Aber trotzdem sehr, sehr viel Lob für dich. Alice. Lukas, ich war auch von dir sehr beeindruckt. Ja, ich kann das nicht in Worten fassen. Ich fände es sehr schade, wenn man dich jetzt verlieren würde, weil ich fand jetzt Fidi sehr, sehr gut. Ich fand dich auch gut. Also kann ich mich, glaube ich, noch nicht wirklich entscheiden. Ich fand euch beide gut. Noch ist ja auch noch alles offen. Und es können auch beide weiterkommen. Aber Marc, jetzt wollen wir erstmal was von dir hören und zur Entscheidung. Fidi, du fühlst jedes Wort, du fühlst jeden Ton an deinem Instrument und mit deiner Stimme. Und du machst es wirklich extrem besonders und unfassbar gut. Dankeschön.
Und Lukas, du kanntest das Lied nicht. Was? Wer kennt dieses Lied nicht? Ja, Lukas. Das heißt, du musstest deinen eigenen Weg finden, weil du singst so klar, dass man dir auch keinen Fehler verzeiht, weil deine Stimme ist so angelegt, dass da alles stimmen muss. Jedes Wort muss perfekt ausgesprochen sein, jeder Ton muss sitzen. Und das hast du geschafft. Und ich würde mir jederzeit eine Platte und ein Ticket von dir kaufen, aber ich würde dich auch jederzeit zum Bürgermeister wählen. Ne? Ja. es ist unfassbar schwer. Das ist wirklich ein besonderer Moment, den ihr uns geschenkt habt. Und egal, wer jetzt weiterkommt, ich finde, dass diese Deal-Sache hier gut aufgehoben ist, liebe Kollegen. Ich gehe weiter mit dem Talent, von dem ich glaube, dass da wirklich eine Karriere drin ist, von dem ich gerne eine eigene Platte hören würde. Und das ist Fidi. Fidi, willkommen in den Singers! Oh mein Gott! Das ist richtig gut für mich. Wir sehen dich wieder, Fidi. Danke dir. Ich find's total, ich weiß auch nicht, ich bin, glaube ich, alles. So, lieber Lukas, damit du nicht Bürgermeister werden musst, müssen die anderen drei jetzt für dich drücken und dich in den Steel Room packen, oder? Also, ihr drei, ihr habt jetzt die Chance, Lukas. Was ist dieser Abfuck-Moment? Der Countdown läuft ab jetzt. Oh, fuck. Leider kein Steel Deal für dich, Lukas.